Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat seine Bemühungen um Offensivspieler Nikolai Müller vom abgestiegenen Hamburger SV intensiviert. So heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Die Funke Mediengruppe will erfahren haben, dass der Wiesemeister aus Gelsenkirchen in konkrete Verhandlungen mit Müllers Berateragentur eingestiegen ist, für die unter anderem auch Ex-Profi Thomas Strunz arbeitet. Nikolai Müller kann den HSV zum 1. Juli diesen Jahres nach 4 Jahren in der Elbstadt ablösefrei verlassen. Dass der Außenspieler mit in die 2. Bundesliga geht, wird bei den Rotusen schon seit Wochen bezweifelt. Gespräche über einen neuen Vertrag in Hamburg brachten bis dato keinen Erfolg. Auf Schalke könnte der 30-Jährige eine wichtige Alternative für die offensiven Außenbahnen werden. Der zweimalige Nationalspieler sieht beim FC Schalke vor allem den sportlichen Anreiz, würde es bei den Königsblauen doch endlich auf die ersten Champions-League-Spiele seiner Profilaufbahn bringen. 2017-2018 nur 3 Pflichtspiele. Gesundheitlich ist der Ex-Mainzer mittlerweile wieder bei voller Belastbarkeit angekommen. Nachdem sich Müller zum Saisonstart einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, kam er in der gesamten Spielzeit 2017-2018 auf lediglich 3 Pflichtspieleinsätze. Gelingt dem FC Schalke um Sportvorstand Christian Heidel der Müller-Coup, wäre der antrittsschnelle Offensivmann bereits der 4. externe Neuzugang beim Ruhrgebietsklub. Punkt. Zuvor hat sich S04 schon die Dienste von Markut ablösefrei aus Hoffenheim, Salif Sane für 7 Millionen Euro aus Hannover sowie Sörd Serdar für 10,5 Millionen Euro aus Mainz gesichert.